Wir sind Noel und Lina vom Kanal The Little Wish. Und bei uns gibt es ganz viel, was die Familie betrifft. Hauls, Follow Me Arounds, Impressionen und ganz viele tolle Produkte, die wir euch vorstellen können. Also kommt doch bei uns vorbei und schaut rein. Viel Spaß noch. Ciao. Hallo und herzlich willkommen zu meinem neuen Video. Wer mir auf Instagram folgt, der weiß, dass ich vor ein paar Wochen eine Party-Light-Party bei mir zu Hause hatte, also als Gastgeberin. Und ich wollte euch einfach zeigen, was wir alles bestellt haben. Wir waren 4 Personen, die bestellt haben. Und ich zeige euch jetzt peu à peu, wer so was bestellt hat, damit ihr mal so einen Eindruck bekommt, was es gerade aktuell so bei Party-Light gibt. Zu ein paar Dingen kann ich euch was erzählen, ob ich das gut finde und so. Und wir starten mal mit Paket Nummer 1, weil ich musste es so personenweise immer abfilmen, damit ich nichts durcheinander bringe. Und zwar haben wir hier zum einen erstmal Teelichter. Und zwar sind die aus dieser Fresh Home Reihe. Und aus dieser Fresh Home Reihe habe ich mir auch ein bisschen was bestellt. Da kommen noch ein paar mehr Sachen. Und ich habe auch, also die sind so gelblich, ich habe auch diesen Duft genommen. Und zwar heißt der, gucken gleich mal drauf. Wo steht das hier bei euch? Ah, hier. Fresh Citrus Nektar. Und der soll halt auch ganz, ganz gut in der Küche sein, um Küchengerüche loszuwerden. Und das war mir halt auch sehr, sehr wichtig. Also die Teelichter sind jetzt nicht von mir. Die teilen sich meine Oma und meine Schwester. Weil bei uns ist es halt so, bei uns ist alles offen. Und wenn ich in der Küche gerade was brate oder so, das riecht sogar hier oben in den Schlafzimmern danach. Und deswegen brauche ich irgendwas, was das so einfach neutralisiert. Und da sind diese Fresh Home Düfte richtig, richtig gut. Das sind jetzt, wie gesagt, die Teelichter davon. Dann hat meine Oma zweimal genommen aus Glas diese Lotusblüten. Die finde ich auch richtig, richtig schön. Da können dann diese Teelichter halt rein oder Votivkerzen passen da, glaube ich, auch rein. Und da dazu so ein Teil. Jetzt ist keine Batterie drin, aber theoretisch, wenn ich das anschalten würde, würde das dann die Farben wechseln. So ein LED-Ding. Und wenn man das dann hier so drauf stellt, sieht das natürlich mega, mega toll aus. Und da waren halt in einem Set sind 2 von diesen Glas-Lotusblüten. Und dann hat meine Oma halt noch 2 von diesen, wie heißen die richtig? Color-Changing Candle Base, also ein LED-Kerzensockel, halt jeweils noch 2 Stück davon genommen. Genau, also finde ich eine schöne Sache. Für mich persönlich wäre es nichts, mir persönlich gefällt es nicht, aber es macht schon ordentlich was her. Gut, dann packe ich das mal wieder ein und wir packen Paket Nummer 2 aus. Dann haben wir 2-mal Teelichter und Teelichter sind, glaube ich, immer 12 Stück drin. Und das ist jetzt hier zum Beispiel Pink Grapefruit. Der roch, glaube ich, auch sehr, sehr gut. So sieht er von der Farbe her aus. Genau, Pink Grapefruit riecht richtig, richtig schön. Auch so frisch und hat auch so ein bisschen so diesen Zitrusduft dabei. Und dann Teelichter aus dieser Forbidden Fruits Reihe, die ich ja mega, mega toll finde. Und das sind jetzt hier die Erdbeere. Feige hat auch noch sehr, sehr gut gerochen, aber dazu kommen wir nochmal. Ich habe nämlich auch was aus der Forbidden Fruits Reihe. Und das ist, wie gesagt, die Erdbeere davon. Auch in Teelichtform sieht so aus. Ja, und riecht wirklich richtig, richtig schön süß nach Erdbeere. Also das gefällt mir wirklich gut. Und jetzt kommen wir zu den Sachen, die ich genommen habe. Da kann ich euch so ein bisschen mehr noch dazu erzählen. Zum einen, wie gesagt, habe ich auch von dieser Fresh Home Reihe dieses Fresh Citrus Nektar genommen. Allerdings in einer großen Version. Und zwar so groß, das hält dann so ein bisschen länger. Das kommt bei mir in die Küche. Und zwar habe ich doch, das habe ich auch schon mal in einem Vlog gezeigt, dieses große Glas von Partylight, wo man die dann da oben reinstellt. Und da kann man das unten, das bauchige Jahreszeiten entsprechend dekorieren. Kann ich euch in einem Vlog nochmal zeigen. Und das ist die Kerze, die dann da reinkommt. Und das steht halt, wie gesagt, bei mir in der Küche. Das ist sehr, sehr schön. Das habe ich genommen. Dann habe ich aus der Fresh Home Reihe noch was. Und zwar ist das so ein Raumspray. So sieht das aus. Und habe ich auch wieder dieses Fresh Citrus Nektar genommen. Das hat mir einfach am meisten zugesagt. Und ist einfach ganz unspektakulär. So sieht das aus. Hier hat man dann so ein Pumpdingens. Das muss man noch so zusammenfügen. Genau, das ist so ein Raumspray.
Für die ganz harten Fälle quasi. So, dann hatte ich auch was aus dieser Forbidden Fruits Reihe. Und zwar sind das jetzt 3 Gläser. Moment, wir packen es aus. Ich finde das optisch halt schon mal richtig, richtig schön. Packen es mal aus. Die Gläser sehen auch schön. So sehen die nämlich aus. Das ist jetzt Kokos. Also wenn ihr dieses Dreier-Set nehmt, habt ihr ja keinen Einfluss darauf, sage ich mal. Oder ihr könnt es nicht beeinflussen, wenn ihr halt eine Sorte nicht mögt. Und ich mag Kokos zum Beispiel nicht, aber ich habe mit einer Freundin gekaupelt quasi und die nimmt mir quasi den Kokosduft ab. Deswegen tue ich den gleich mal extra stellen. Und ich behalte quasi das hier. Also ich finde das halt auch so schön. Man kann die Gläser nachher auch wieder verwenden. Das habe ich jetzt letztens erst gemacht. Einfach den restlichen Wachs rauskratzen, Geschirrspülmaschine und alles ist super. Also auch, weil das, ich finde, hier ins Schlafzimmer halt richtig gut passt. Die kommen auch hier ins Schlafzimmer. Und das ist jetzt hier diese Erdbeere, die ich euch gerade auch als Teelicht schon gezeigt habe. Und dann habe ich, wie gesagt, noch die Feige, die auch richtig, richtig gut riecht. Und die machen auch zusammen ordentlich was her, finde ich. Und die kommen halt hier bei uns ins Schlafzimmer, weil es halt farbig auch mega gut passt. Und ich behalte dann, wie gesagt, die Gläser und da kommen dann halt Teelichter rein oder so. Also so ein bisschen mit Sand aufgefüllt, Teelichter rein. Genau, das wird super. Und wenn wir einmal bei Teelichtern sind, kann ich euch ja auch mal zeigen, welche Teelichter ich noch genommen habe. Da habe ich mich nämlich nochmal für 2 verschiedene Sorten entschieden. Jetzt muss ich auch nochmal drauf gucken. Und zwar habe ich Berry Blossom genommen und Lemon Melon Mint. Wir fangen mal mit dem Berry Blossom an. Der ist so, ja, fliederfarben, könnte man sagen, genau. Und der riecht halt ganz, ganz, ganz dezent. Aber richtig schön frisch. Das ist halt so der perfekte Duft für den Frühling, für den Sommer. Da mag ich es nicht, wenn die Kerzendüfte so schwer sind. Aber ich will schon, dass es halt immer gut in der Wohnung riecht. Und so ein bisschen Kerzen können auch sein, gerade dann auch abends. Gerade dann auch hier so ein bisschen im Schlafzimmer. Und dann hatte ich noch Lemon Melon Mint. Also Limone, Melone und Zitrone. Machen wir es doch richtig auf Deutsch. Melone und Zitrone ist das. Das ist so ein gelblich-grüner Ton. Und da riecht man halt richtig, richtig toll die Minze raus. Und das mag ich unheimlich gerne. Und das kann ich mir im Sommer richtig, richtig gut vorstellen. Und dann hatte ich noch was. Und zwar das beides, das gehört zusammen. Das hier, das sind solche Geruchssticks. Kennt ihr das? Genau. Ich packe es mal für euch aus. Dann wisst ihr auch, was ich meine. Das sind diese Sticks. Und zwar habe ich hier Mandarine genommen, Clementine Mandarine. Und dazu, also die kommen bei mir ins Badezimmer. Allerdings nicht alle. Denn einer davon, die kann man zerteilen übrigens. Also die sind schon so ein bisschen vorgearbeitet. Und da zerteile ich mir einen. Und der kommt dann in dieses kleine Ding hier. Und das kann ich bei mir ins Auto klemmen, egal wohin. Also man hat verschiedene Möglichkeiten, ob an die Lüfter oder oben zum Beispiel an die Sonnenblende oder so, wo auch immer man will. Und da zerteile ich mir einen von diesen Sticks und tue den da dann mit rein. Hier hat man noch so ein paar verschiedene Befestigungsösen. Und genau, also diese Sticks kommen wie gesagt ins Badezimmer und eins halt bei mir ins Auto. Und da bin ich sehr, sehr, sehr gespannt, wie lange die halten. Ich probiere die zum ersten Mal aus. Und dann haben wir noch ein drittes Paket, oder das waren jetzt quasi 2 auf einmal, noch ein großes von meiner Freundin. Die war zum ersten Mal bei einer Party-Light-Party und ich war mir so ein bisschen unsicher, wie sie es finden würde. Und sie war mega begeistert und sie hat auch relativ viel bestellt. Und das zeige ich euch jetzt noch. Ich habe noch vergessen, euch was zu zeigen, was noch von mir ist. Und zwar diese Lotusblüte. Die konnte ich mir aussuchen, weil wenn man Gastgeber ist, bekommt man dann so Flammen, je nachdem wie viel die Leute bestellen auf deiner Party. Und da konnte ich mir dann für 60 Euro, glaube ich, was aussuchen. Und da habe ich 2-mal diese Lotusblüte genommen. Also die ist hier so weiß und innen gold. Und dann kommt da noch so ein Gläschen rein. Können Votivkerzen rein, aber ich werde es für Teelichter benutzen. Ich mag diese Votivkerzen einfach nicht so gern. Ich nehme lieber Teelichter. Und davon habe ich halt jeweils 2 genommen. Und das wird dann quasi meine Frühlings-Sommer-Deko im Wohnzimmer. Kommen wir jetzt also dazu, was meine Freundin noch bestellt hat. Und zwar hat sie auch 3-mal diese Geruchssticks genommen, die ich hatte. Und zwar hat sie genommen diesen Fresh Citrus Nektar 1-mal. Ne, den hat sie 2-mal genommen.
Und dann Peony. Was ist denn, was heißt denn das auf Deutsch? Dass sie die Geruchsrichtung nie auf Deutsch dazu schreiben können. Ich weiß nicht, was Peony für eine Geruchsrichtung ist. Ja, die sind auch so orange. Gucken, ob ich auf ihrem Bestellzettel schlau daraus werde. Könnte Ebenholz sein, ich weiß es aber nicht genau. Genau, also sie hat dreimal diese Sticks halt genommen. Und weil das halt gerade im Angebot war, dass wenn man diese Sticks nimmt, auch diese Halterung fürs Auto mitbekommt, hat sie dann auch quasi dreimal diese Halterung fürs Auto, die ich euch schon bei mir gezeigt habe. Dann hat sie, wenn man das halt nicht im Auto haben will, sondern wie ich dann zum Teil zum Beispiel ins Badezimmer stellt, gibt es solche Halter für diese Sticks. Also die macht man dann hier oben rein. Und sie hat halt diese Herzform genommen. Das finde ich auch richtig, richtig süß. Dann hat sie was genommen aus dieser Forbidden Fruits-Reihe, wo ich euch schon die Düfte gezeigt habe. Und zwar, das ist so ein Kerzenhalter, der ist schwarz mit einer Schlange drauf. Finde ich auch richtig, richtig cool fürs Schlafzimmer. Und hier können sowohl Votivkerzen als auch Teelichter rein. Und hier die Augen der Schlange sind dann auch noch so grünliche Steine. Finde ich richtig, richtig cool. Und dann hat sie zweimal genommen so ein Teelicht-Set. Also da sind verschiedene Teelichtsorten drin. So sieht das Ganze dann aus. Das hat sie zweimal genommen. Und da hat man drin Pink Grapefruit. Steht das ja auch auf Deutsch? Irgendwas mit Bambus, Breeze, Driftwood. Das muss da auch auf Deutsch da stehen. Das steht echt nicht auf Deutsch. Tropical Waters, Juicy Clementine, Blue Agave, Iced Snowberries. Das ist übrigens meine Lieblingsgeruchsrichtung bei Party Light. Da habe ich jetzt in der Richtung nichts bestellt, wie ihr gemerkt habt, weil ich zu Weihnachten von einer Freundin Teelichter von Iced Snowberry geschenkt bekommen habe. Dann dieses Peony, wo ich nicht so genau weiß. Vanille und Zitrone ist noch drin. Thymian, Lavendel, Cherry Blossom, das hatte ich ja auch. Dann Africana, das ist ein sehr, sehr herber Duft. Hat was von einem Männerparfum, hat aber richtig, richtig gut gerochen. Dann Maulbeere, das kennt man glaube ich auch. Kaschmir, French Vanilla, Wild Strawberry und Zitrone, Melone, Minze. Das sind also die vier Stück sind hier drin. 18? Ja, genau, hier sind halt 18 Teelichter jeweils drin. Und das ist halt ganz schön, wenn man sich bei den Geruchsrichtungen nicht entscheiden kann. Wenn einem zum Beispiel sehr, sehr viel gefällt, kann man das nehmen oder wenn man sich einfach mal so durchriechen möchte oder so. Genau, das war das alles, was wir bei Party Light bestellt haben. Gebt dem Video einen Daumen hoch, wenn euch das gefällt, wenn ihr öfter sehen wollt, was ich da so bestelle, wie ich das dann auch bei mir zu Hause arrangiere. Das zeige ich euch ja gerne in meinen Vlogs dann, wenn ich wieder dann umdekoriere, wenn dann die Winterdeko rauskommt und die Frühlingsdeko rein, da seht ihr dann spätestens auch die Lotusblüte wieder. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen und wir sehen uns ganz bald wieder beim nächsten Mal. Bis dahin, tschüss!